Servus, ja, was geht ab, YouTube? Mein Name ist Felske und willkommen zu einem Texture Pack Review oder beziehungsweise besser gesagt zu drei Texture Pack Reviews, denn ich werde euch heute die drei YouTuber Varo 4 Texture Pack vorstellen, also von AnyArt, von Let's Will und von Phasen. Und da fangen wir auch direkt mit dem ersten Texture Pack an, das ist von Phasen. Hier seht ihr zum Beispiel, wie die gesamten Schwerter aussehen, wie der Bogen, wie hier die Potions, wie hier die Enderperle und das Essen und der OP-Äpfel, der leider verboten ist. So sehen die Erze bei ihm aus, leider mal so ein bisschen anders. So sieht das Inventar aus. So, der Creative Mode, und jetzt gehen wir erstmal hier ganz schön die gesamten Mobs holen. So sehen die Rüstungen aus. Boah, ist das laut. Yo, jetzt gucken wir uns mal die schönen Partikel an. Wie es mit den Partikeln so aussieht. Komm her. Ah, ganz normale sternförmige Partikel. Und draußen sieht es eigentlich nicht besser aus. Die Nacht sieht so aus. Der Tag sieht so aus. Und wie das Texture Pack im PvP ist, das seht ihr jetzt. So Leute, da sind wir back und nun kommen wir zum Varo Texture Pack vom AnyArt, denn er hat die Gäppelt so. Er hat die Schwerter natürlich anders, er hat ein rotes Diamantschwert, ein Eisenschwert, ein Steinschwert und Goldschwert, ein Holzschwert. Er hat es selber gemixt, meinte er, von anderen Texturenpacks. Die Erze sind diesmal besonders, denn die haben so Umrandungen, also es ist ein UHC-Edit, könnte man aussagen. Wenn man solche Texture Packs zu UHC benutzt, mal gucken, ob die auch rote Rüstung haben. Nein, die haben eher so einen normalen Look und die Dia-Rüstung so einen dunklen Rahmen. Ja, Gold sieht so aus und jetzt mal gucken, ob der Villager jetzt überlebt oder nicht. Mal gucken, so. Und er hat Kugeln und kreisförmige Sachen als Partikeln. Nice. So, die Nacht sieht so aus beim Texture-Pack. Sehr, sehr schön da, die Erde. Sehr, sehr schön Nacht-Texture-Pack. Mir gefällt das Texture-Pack mega. So sieht's bei Tag aus. Und wie sie sich im PvP verhält, seht ihr jetzt. Do you remember? When we first met, I thought my eyes would fall straight out of my head. Guess we all live in proof of love at first sight. But now we both see love in a different light. Keeping love alive is a tricky thing. You gotta let it fly, gotta give it wings. If you wanna make it right, lose it or fry. Don't hold on too tight, you know you gotta try. Keeping love. So Leute, nun kommen wir zum letzten Texture Pack und das ist das Texture Pack vom lieben Let's Phil, denn er hat auch ein so Fanful Edit wie alle, weil Fanful ja Standard ist, aber diesmal hat er 64x64 Fanful Schwerter. Die Erze hat er genauso wie AnyArt in einem UHC Look, also dass sie umrandet sind, damit man die besser sehen kann. Wie sieht die Rüstung hierbei aus? Natürlich klassisch Fanful mäßig, ich glaube jeder von euch kennt das Texture Pack. Wie sehen die Partikel aus? Ich gehe davon aus, dass sie genauso Fanful-mäßig aussehen. Und ja, das sind die Fanful Critical Animation. Ich glaube, nachts ist Custom Sky bei ihm. Ja, yep, Custom Sky. Sehr, sehr schöner Custom Sky, meiner Meinung nach. Tag sieht auch mega schön aus mit der Sonne. Und ja, das war's. Und für dieses Texture Pack, wie wird sich's im PvP spielen? Was denkt ihr? Das werdet ihr jetzt sehen.
back to what I was saying. Could be us. Say please. And I know they really wish we would fall till we fall on the big bad wolf. There's a full moon, y'all. Put money in the air. Watch how your dreams hit. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Texture Pack Review von den Varro 4 Texture Packs von den großen YouTuber. Wollt ihr eine zweite Episode sehen? Wenn ja, dann lasst den Video einen Daumen nach oben da und lasst es mir in den Kommentaren wissen. Die Links zu jedem Texture Pack und zu den Ersteller der Texture Packs, alles natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gebt mir in den Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich für weitere Videos von mir. Also Leute, ich bin raus und ciao.